wieder einmal sage ich herzlich willkommen. Schönen Freitagabend. Ich bin erfreut, dass Sie da sind. Ein wunderschönes Sendungsthema. Was glaubt ihr? Kuverts. Briefwahl. Lobbyisten. Bestechung. Geht in die Richtung. Bestechung. Bestechung. Welt-Antikorruptionstag ist heute. Welt-Antikorruptionstag. Welt-Antikorruptionstag. Ja, und verschlossene Kuverts, ja. Und dann kann man dir, sind die auch schwer genug? Ja, wunderbar. Dann kann ich dem Viktor was zuschmeißen. Und ich frage, was war meine Leistung? Genau! Das hätten wir sonst ausgemacht. Soll ich es aufmachen? Nein, noch nicht. Okay. Du hast ja noch keine Leistung erbracht. Ach so, gut. Für die erste lustige Meldung darfst du es auch ausmachen. Ja, das könnte sein, dass es eine Weile liegen bleibt. Die erste Frage passt eigentlich zur Jahreszeit. Vor ein paar Tagen war Nikolaus. Genau gesagt, vor 3 Tagen. Ne? Und vor 3 Tagen war Nicolo. Ja. Ja. Und vor 4 Gramm, vor 4. Mir tut jetzt noch mein Barbara Zweigerl weh. Jetzt darfst du es aufmachen. So. Ein Schokolade. Echt? Ja. Ich glaube, da ist Geld drin. Na, pack's einmal aus. Das ist eine Schweizer Schokolade, ist ein bisschen Geld. Ja, also, Nikolaus vor 3 Tagen und ich will von euch jetzt wissen, was ist eine Nikolausfalle? Ich gebe euch nur einen Tipp, das ist sie nicht. Kennen Sie diese Fluglinie? Ich weiß, wer die Nikolausfalle ist. Ja. Die Merry Christmas. Jetzt machst du es wieder zu. Ich pack's wieder ein. Das ist ja die Freundin vom Nicolo, die Merry Christmas. Merry Christmas, ja, okay. Ja, ich glaube, es hat mit der EU zu tun. Ja? Wenn die Angela Merkel den Sarkozy trifft und er sagt, oh, möchtest du nicht die ganzen Schulden von Europa zahlen und so, dann ist sie quasi in die Nikolausfalle getappt. Weißt du, er ist charmant. Ja, du bist lustig. Ich weiß nicht, ich glaube, das fliegt nicht sehr gut. Ja. Schauen wir mal. Das fliegt zu gut. Ich müsste das, glaube ich, diskret dazu stecken. Ja. Ja, aber da muss ich glaube, so ist es ja aufgeflogen, dass die... du musst es über Liechtenstein. Ich glaube, ist bei dir das Geld drin? Hast du Geld gekriegt? Wundpflaster. Zigaretten. Nach Nicolo oder nach dem Krampus ist es eh klar. Ne? Braucht man. Ja. Uli, die Nikolausfalle. Ich könnte mir vorstellen, dass die Nikolausfalle die Falle ist, in die Kinder gelockt werden. Oh. Und man sagt ihnen, wenn du nicht brav bist, bringt dir der Nikolaus nichts. Okay. Und jetzt tappen sie in die Falle, die ganze Zeit brav zu sein. Ich bin übrigens vom Nikolaus gerügt worden. Okay. Weil er das Buch aufgeschlagen und gesagt, Nia Varani, wenn du in was gibt es Neues bist, dann... Machst du immer so ein Gesicht, als wäre die unendlich fad? Nein, stimmt nicht ganz. Aber Facebook wurde ich kritisiert, dass ich so fad reinschaue während der Sendung. Schaue ich wirklich so? Nein, du schaust immer so fad. Ich hat in der Sendung nichts. Natürlich. Also, ich bin wahnsinnig nervös und aufgeregt eigentlich. Nervös und aufgeregt. Und was haben Sie über mich auf deiner Facebook-Seite geschrieben? Über die Uli Was wirst du zurückschreiben, vor allem? Ja, das, sag's bitte. Auf der Facebook-Seite ist gestanden, auf meiner Facebook-Seite ist gestanden, jetzt habe ich eine Frage, ist die Ulrike Beinbold wirklich so, wie sie in der Sendung ist? Und wie hält ihr das alle aus? Aber was schreibst du zurück? Ich schreibe zurück, nein, die Uli Beinbold ist nicht so, wie sie ist in der Sendung, weil die Uli Beinbold jede Frage in Sekundenschnelle beantworten könnte, tut sie so, als würde sie es nicht wissen, wenn die Sendung nicht nach 2 Minuten aus ist. Mhm. Gut, wunderbar. Ja. Ich weiß, warum ich keinen Facebook-Account habe. Gut, die Nikolausfalle ist nach wie vor unser Thema. Ja. Und ja. Ich glaube, in die Nikolausfalle tappt jemand, der in einen Stiefel reingreift oder reinschlüpft, wo er nicht soll. Ne? Weil ne, der Nikolaus tut ja, so geht die Geschichte, die ganzen guten Sachen in die Stiefel rein. Und wenn das jemand stehlen will, ein Kind dem anderen oder ein böser Mensch oder was, und er greift eine und er greift den Zement, dann steckt er in der Nikolausfalle, kommt nicht mehr raus. Sie haben sich zum Beispiel Fips den Affen gefangen, wer sich noch erinnern kann. Wilhelm Busch. Mit der Nikolausfalle? Mit der Nikolausfalle wurde gegen Fips der Affe in die Falle. Weil er in diese Stiefel gestiegen ist, wo der Bauer Zement eingetan hat. Und patsch war in der Nikolausfalle. Okay. Oh. Oder es ist eine Technik, die Frauen anwenden, um sich teure Schuhe kaufen zu können. Aha.
Die gehen, sagen wir, mit ihrem Mann in ein Schuhgeschäft, da sind irgendwelche Stiefel, die kosten 600 Euro. Ja. Und da sagt man, verständnisvoll als Mann, wie man ist, sag ich mal, bist du deppert? Und sie will aber unbedingt... Und sie will aber unbedingt die Stiefel und sagt dann, na, das ist für Nicolo, dass der den Kindern was reintun kann. Und er sagt, was für Kinder? Und der Mann sagt, was für Kinder? Oder sie sagt, ich weiß eh, dass zu teuer sind, Schatz, aber ich komme jetzt nicht mehr raus, wir müssen es nehmen. Was haben Sie alle für traumatische Beziehungen hinter euch gebracht? Ein sehr netter Ansatz, der mir gut gefällt, aber ich versuche euch ein bisschen zu helfen. Du hast Wilhelm Busch aufs Tapet gebracht. Ist kein guter Ansatz. Okay. Ein super Hinweis. Aber es hat schon auch mit einem Buch zu tun, das uns in unserer Kindheit doch auch ja, begleitet hat. Die Mutzenbacher. Die Mao-Bibel. Die Mao-Bibel, genau. Die Mao-Bibel. Ja, was haben wir denn als Kinder so zu lesen bekommen? Karl May, noch viel früher. Was war denn eines der ersten? Ich bin das kleine Ich. Das bin kleine Ich bin ich. Oh, schön. Und wo ist da die Nikolausfalle? Ich hab's nicht gelesen, was? Ja. Im Struwelpeter kommt ein Nikolaus vor. Der hat ein Tintenfass. Oh. Und da haut's die drei bösen Buben ein, glaube ich. Irgendwie so. Oh. Jetzt wird's heiß. Jetzt wird's heiß. Oh, Rudi, komm, gib mir mehr. Wie die Episode geht, weiß ich nicht. Ja, warum sind diese drei Kinder? Weil es ging spazieren vor dem Tor in Kolpechraben, Schwarzer Moor. Die Sonne brannte ihm aufs Gehirn, da trug er einen Sonnenschirm. Sie haben den Moor verspottet, weil er schwarz war. Da kam der Nikolaus und schmiss sie in das Tintenfass. Und das ist die Nikolaus. Wow! Hast du kein Leben? mittlerweile tue ich mehr Fernsehen, ja. Aber früher gelesen. Ich habe. Kriegst du von jemandem die Fragen vor der Sendung? Das ist jetzt echt gespürt. Du kannst das echt auswendig. Gratuliere. Das ist noch nicht die Nikolausfalle, aber der Ansatz ist komplett. Ich bin schwer beeindruckt, dass einer mit Mitte 40... Zicke, zacke, Hühnerkacke, kriege ich auch was. Das einzige Gedicht, das ich mal gemerkt habe. Die Geschichte ist richtig. Ich zeige euch mal den Ausschnitt, das, was uns der liebe Rudi Rubeneck gerade hier zitiert hat. Sie haben den Mohren verspottet. Und deshalb sind sie in ein Tintenfass gesteckt worden, um genauso schwarz wie der Mohr zu sein. Und jetzt ist es ein Begriff aus der Pädagogik geworden, die Nikolausfalle. Und zwar für eine pädagogische Unlogik. Also, du lachst über einen Mohren und als Bestrafung wirst du selbst zum Mohren gemacht, aber dann ist es legitim, wenn über dich gelacht wird. Das ist eine pädagogische Unlogik. Wunderbarer Begriff, Christine Bahnhuber aus Buckkirchen. 300 Euro Bücherungsschein gewinnen. Die Nikolausfalle. Wir schauen einmal wieder zu unserem Kollegen Bruckmann ins Archiv. Der hat wieder ein Problem. Was ist los? Ins Archiv? Ja, ich weiß nicht, irgendwie... Pubertät, du bist ja der Pubertät. Ja, genau. Genau, Stehbruch. Ich glaube, er ist im Wechsel, weil ich mein so ausschaut. Gib mir mein Ei zurück. Sehr gerne. Du hast das nicht verdient. Schön. Gehen wir ins Kino? Nein, wir gehen ins Archiv. Max Schmusen? Ja. Ich gebe zu, ich bin leicht indisponiert. Ich werde heiser, ich weiß nicht warum. Aber egal, wir gehen ins Archiv. Zu meinem Kollegen Bruckmann, der hat ein brennendes Problem. Hallo. Grüße, Herr Oliver. Ich habe ja Videospiele so gerne. Tetris zum Beispiel. Das spiele ich so gerne, um mich vom Stress meiner täglichen Arbeit ein bisschen zu erholen. Und ich habe da jetzt aus Japan einen Beitrag über die allerneuesten Videospiele bekommen.
Aber wenn ich mir das schon genau anschaue, so toll sind die nicht. Ich meine, die Grafik ist nicht so gut. Da kann ja mein Handy mehr. Haben Sie eine Ahnung, warum ich diese, sag einmal, hundsordinären japanischen Videospiele archivieren soll? Wir werden versuchen, dem Problem auf den Grund zu gehen. Also, warum sind Berichte über Japan, was ich weiß. Du weißt es? Ja. Was heißt, du weißt es? Ich weiß es, weil ich selbst das sehr gerne mache. Ja, bitte sag so. Moment. Ich möchte noch einmal die Frage rekapitulieren. Also, ja, stell mal die Frage. Also, hundsordinäre, ja, eben, hundsordinäre Videospiele haben es in die Berichterstattung geschafft. Warum? Das muss einen Grund gehabt haben. So, Gerald, und jetzt bin ich gespannt. Weil in vielen Landgasthäusern in Österreich gibt es sowas Ähnliches, nur nicht auf Computerbasis. Da ist in den Pissoirs drinnen, sind so kleine Fußballtore, wo an einer Schnur ein Ball hängt, ja, und so weiter, damit wir beim Lulu machen Fußball spielen können. Ja, ich, ja, hab Tormann gespielt und ausgebrunst. Ja. Ja. Eben. Das ist nicht... Moment. Und du schimpfst auf dein Handy? Nein. Okay. Das Ganze passiert aus hygienischen Gründen, ja, weil unsere Geschlechtsgenossen, ja, es einfach nicht schaffen, mich mal ausgenommen, zielgericht, ja, zu pinkeln. Ist das bei den Damen auch so? Eine Riesensauerei. Ja. Ja. Da gibt es keine Tore, ja, oder so. Weißt, Frauen sind dafür praktischer. Man geht halt einfach aufs Klo. Ja, aber wir, Hände, was habt ihr? Ihr habt eine Duftkerze, die man jetzt auspischen. Rosenblüten. Dafür, ja, gab es diese Fußballtore, ja, genau, um einfach hygienischer, ja, zu, genau, urinieren. Und wir, Fleischhacker, bitte. Ja, und? Wir haben Turniere gespielt am Klo damit. Und in Japan gibt es selbiges jetzt auf Computerspielbasis, wo man quasi, es ist ja nicht so weit entfernt, den Joystick in die Hand nimmt und mit ihm das Spiel dirigiert. Lieber Gerald, Fleischhacker in dem Fall. Es ist vollkommen richtig. Was ist richtig? Yeah. Ja, dann, was von alledem ist richtig? Aber bravo! Wirklich wahr? Dass man mit. Nur der Screen. Das Screen ist oberhalb des Urinals. Du musst nur mit dem Strahl irgendwo hineintreffen. Und durch die Intensität und durch die Treffrichtung oder so, ich darf euch das zeigen. Okay. Ja, zeig's uns. Nein. Ich darf euch das zeigen. Ich zeig's euch nur hier, das ist die Werbung. Der Computerspielkonzern Sega hat wieder einmal zugeschlagen. Ja, das heißt, du musst genau da reintreffen. Geil, und wie gesagt, die Intensität und auch die Länge, keine Ahnung, also des Strahls. Schaut euch das an. Tolle Idee. Steuert so quasi das Spiel. Und du kannst auch, es gibt also Pissoirs, die darauf ausgerechnet sind, dass du gegeneinander spielen kannst. Ja, das ist, also, es ist unglaublich. Das ist schön, oder? Ja. Und übrigens, ja, weil du so Joystick, du hast so nette Namensspielchen dir ausgedacht. Weißt du, wie das Ganze heißt? Nein. Toilet. Und Toy mit wie Spielzeug. Toy. Oh, schön. Schön, oder? Ja, also. Die Japaner. Eine wunderbare Geschichte. Wir haben sehr viel Spaß gehabt. Ja. Was ist eigentlich ein österreichisches Fenster? Oder was sind österreichische Fenster? Wo außen ein Rollo ist und das ist immer zu. Im Gegensatz zu den holländischen Fenstern. Ja, oder die französischen Fenster. Oder immer offen sind. Das Außensims ist so, dass man bequem einen Polster drauflegen kann, damit und man schauen kann. Ich schau nur. Das war schon sehr lustig. Das sind Schweißbänder. Schweißbänder in Schwarz. Wofür? Für die? Für das ist, wenn man das Mensch verloren hat, taugt man die nachher. Dann beim Tennisspielen zum Beispiel. Okay, du kriegst einmal eines. Und wenn du dann nochmal lustig warst, kriegst du das zweite. Dankeschön. Sonst kriegst du eine Idee. Ja, okay. Bist du beidhändig, Dennis? Ja. Beidhändig. Ist ein Holzfenster. Ja. Ein rot-weiß-rot gestrichen. Ja. Schön. Das war super. Bravo. Nein, Günther. Wie ist denn das eingefallen? Ja, da bin ich aber eh lang nachgedacht. Aber da auf einmal ist der Zackwurf da. Ja. Da siehst du, sagst du jetzt. Ja, ich glaube ein Holzfenster, weil das Holz ist ja nicht gestrichen. Das Glas ist rot. Ein Zeitfenster. Ein Zeitfenster. Kalendermäßig. Ein österreichisches Zeitfenster. Ach so, ja, wenn die schulfreien Tage sind, nach Fronleichnam, wenn der Feiertag ist, am Donnerstag. Die Fenstertage, meint ihr jetzt? Ja. Also wenn Donnerstag frei ist und Freitag... Oder vielleicht hat auch jedes Land ein eigenes Zeitfenster. So Jänner bis März ist Österreich dran.
Das ist der Österreich-Fenster. Wie sind wir dran? Ich weiß, steht dann im Kalender, das ist dann blau wahrscheinlich. Oder? Die Chinesen können nicht durchsetzen. Gibt so Farben. Jedes Land hat ein Fenster. Ja, genau. Und am 24. Dezember macht man alle auf. Das ist der Adventkalender. Danke. Danke. Ach so, hast du. So. Jetzt sind alle Fenster offen vom Adventkalender und es ist hurenkalt. Aber vielleicht gibt es einfach pro Funktion eine Zwischenstufe. Also für Kippen und für Öffnen ist ja normalerweise quasi ja, nein. Ja? Und weil das österreichisch ist, gibt es so eine Zwischenstufe. Da gibt es immer ja, nein, ich weiß nicht. Das ist dieses berühmte österreichische. Ja, ich kenne das. Ich habe das gerne, weil ich. Na wurscht. Oder dieser Österreich-Fenster ist. Ja? Nein, ein Fenster, es ist ja mir immer die Mentalität, es ist mir wurscht, wie es ausschaut. Ja? Es ist ein schieres Fenster. Es ist mir wurscht, wie es ausschaut. Mir ist es nicht wurscht, wie es ausschaut. Mir, ich bin auch Österreicher. Österreich ist wurscht. Nein, ich bin auch Österreicher. Nein, also nicht. Beim Fenster ist mir das ist mein. Nein, das ist nur mir wurscht. Das ist ein Oberösterreich-Fenster. Die Leute geben viel Geld aus für Fenster, die ihnen persönlich gefallen. Die sind dann schier oft, aber das ist. Das ist nicht, weil es einer wurscht ist, sondern weil es einen schlechten Geschmack hat. Wenn du in eine Wohnung einziehst, da ist schon ein Fenster drin. Da kannst du nicht eine Wohnung, da kannst du kein Fenster aufsuchen. Aber es gibt für Leute, für Ästheten, den Grund, diese Wohnung nicht zu nehmen, weil die Fenster nicht nach ihrem Geschmack sind. Wenn mir die Wohnung gefällt, ist mir wurscht, wie das Fenster ausschaut. Ja, weil es dir wurscht ist. Ja, macht es eine Unterkommission. Über Wohnung. Hallo. Nein, das ist mir nicht wurscht. Die Sendung heißt, was gibt es Neues? Das Neue ist, der Günther Lein hat bis letzte Woche in einer Wohnung gelebt, wo es keine Fenster gibt. Sondern nur rote Bredeln. Österreich Fenster angeboten, und wo man aussehen und eine schauen kann, da hat gesagt, das ist mir zu viel, gibt es mir zuerst einmal eins, wo man nur eine schauen kann. Das läuft doch nicht. Nein, ich verstehe es nicht. Das Österreich-Fenster. Weißt du, so Kabarettisten-Humor. Ne? Ja. Das Österreich-Fenster ist doch die Zeitspanne, die der Frank Stronach sich jetzt nimmt, dass er Österreich zeigt, wie es geht. Ja. Also, hat der Kanada-Fenster gehabt, das Österreich-Fenster macht, das ist mit einem leeren Koffer nach Kanada mit lauter Full-Koffer zurück. Ja, du gehst jetzt weiter. Ihr müsst einmal in die Richtung kommen, wo dieser Begriff österreichische Fenster beheimatet ist. Also ihr seid ganz weit weg. Und ich gebe euch jetzt einen Hinweis, der euch helfen kann, aber euch auch absichtlich in die falsche Richtung leiten kann. Hier kommt der Tipp. Ein Stern, der deinen Namen... Okay, DJ Ötzi Tirol. Der Hinweis war Ötzi. Okay, Ötzi. Ach so. Ötzi. DJ Ötzi. Ah, wo man reinschauen kann. Der Ötzi ist ja aufgebahrt, der was zum Kumpf. Und da gibt es ja einen, wo man reinschauen kann, Ötzi auch. Ja, das ist die Woche ein Konzert gehen, wo ist der aufgebahrt? Der echte. Bei diesen nächtlichen Verkaufssendungen im Fernsehen, eben wenn sie dann Schlager oder Popmusik-CDs verkaufen, da gibt es dann immer so eine halbe Stunde, da ist dann Gabalier, Ötzi und der Hansi Hinterseher. Opus. Opus. Ja, und? Ja, und das ist dann das österreichische Fenster. Nein, ja, das wollte okay. Ich sagen. Der Hinweis wäre wirklich nur Ötzi gewesen ohne DJ. Nein, das DJ. Wird das ist Italien-Österreich-Grenze und da ist irgendein so schmales Joch und so weiter, und das ist das Österreich-Fenster. Wo er reingeflogen ist. Ja. Es gibt im Radio eine gewisse Zeit für das Österreich-Fenster, und da wird nur DJ Ötzi gespielt. Wo gibt es das? Auf Radio Oberösterreich. Radio Österreich. Radio Österreich. Okay. Also DJ Ötzi. Und da wird nur DJ Ötzi. DJ Ötzi war nur der Hinweis, dass ihr auf Ötzi kommen sollt. Jetzt sind wir bei Ötzi, okay? Ötzi, ich helfe euch nochmal. Ich weiß es. Oder weil der Ötzi wurde ja auf italienischem Boden gefunden. Ja, und? Und da haben jetzt die Österreicher gesagt, nein, dieses Schlauferl, das quasi dieses Schlauferl italienisches Gebiet, da wo der Ötzi gelegen ist, das wird im Nachhinein, ihr habt eh Südtirol gekriegt, aber das gehört uns, weil dann ist der in Österreich und der Ötzi gehört uns, den haben wir gefunden. Die vier ist in Österreich. Ähnlich absurd ist die Antwort auch. Ja, aber ähnlich hilft man jetzt. Der Niederlage. Ähnlich.
Beim Ötzi hat ja ein Zipfel gefehlt, gell? Das ist bis heute nicht gefunden worden. Wie bitte? Das Zipfel, das Zumpferl hat gefehlt beim Ötzi. Entschuldige, weißt du, das ist Österreichs für die Nudeln. Am Weltnudeltag kommen wir drauf, dass dem Ötzi eine solche gefehlt hat. Wobei, warst du wie kreuz für dich? Genau. Der Ötzi ist so kreuz. So kreuz. Jedes Mal, wenn sie am Auftauen so das Uhr geht. Nein, wurde, der Bildungsauftrag. Da geht ein Fenster auf. Ja. Und das Nudeln von Ötzi entfaltet sich. Es ist ein Terminus technicus aus der sogenannten Ötzi-Forschung, ja, und wird von allen so genannt, dass die österreichischen Fenster... Wenn der du das Brillen gehabt. Nein, wenn die Österreicher untersuchen dürfen. Österreich. Dürfen die Südtiroler untersuchen und dann dürfen die Österreicher untersuchen. Wer hat den zuerst untersucht? Die Südtiroler. Die Österreicher. Die Österreicher. Die Österreicher haben ihn zuerst untersucht. Fenster und eingeschnitten und... Richtig! Genau, haben so viele Proben entnommen, dass nichts mehr drin ist. Ja, in Innsbruck haben wir ohne gefühlt. Ja, ja, genau. Ja, wo ja. ist denn das Zumpferl nur? Ja. Ja, es ist, es geht gegen uns. Es geht gegen die Österreicher. Wo ist denn der Zipfel hin? Der Zipfel wird schon auf, aber der Zipfel ist weg. Wir haben es kapiert. Ja. Auch wir, oder? Auch wir haben es kapiert. Ja. Super. Gut. Nein, Wissenschaftler, die den Ötzi nach den Österreichern bekommen haben, nennen das die österreichischen Fenster jene Schnitte, die ihrer Meinung nach zu groß und völlig unnötig zu groß geraten sind. Das werden österreichische Fenster genannt. Ja? Alles klar? Noch Fragen? Das Ding der Woche. Fliegenfänger. Fliegenfänger? Ja, weißt du, die picken doch so, diese Nein, es pickt nicht, das ist genau die Sauerei. Kleine, kleine aufgerollte Klopapier. Erst möchte ich mit meinen Zuseherinnen und Zusehern zu Hause ein kleines Tête-à-Tête, meine Damen und Herren. Wollen Sie mitraten, dann machen Sie bitte jetzt die Augen zu. Ich werde wieder via Insert einblenden, was das Ding der Woche ist und was es kann. Bitte. Ha! Ja? Wir gehen das Insert weg und schauen einmal ganz kurz zu Herrn Stefan. Was machst du? Ich wollte das Insert sehen. Achtung, so. Andi, es kommt zu dir. Es fliegt. Muss man es kaputt? Also darf man es nicht kaputt? Es kann es leicht machen. Ja. Ganz leicht. Man hat es der Hand und es ist, wenn man Ski fährt, na Blödsinn. Ich will keine Elmau-Geschichte. Ja. Du wirst einen schönen Urlaub es haben. Es ist hellgrün, ja, ganz leicht, flattert, wenn man es hinter sich herzieht. Mhm. Und jetzt gibst du es weiter, super. Und, warte, und da kann man zum Beispiel nichts machen. Ja, man kann es kaputt machen auch. Hast du das jetzt abgezogen? Ja. Dafür ist es nicht gedacht. Dafür ist es eben nicht gedacht. Das soll man nicht abziehen. So, da jetzt bringst du es aber wieder. Du wirst es jetzt erraten, ich krieg da Trümmern. Ja. Ich gebe euch schon. Kriegst deinen Trost. Einen Energy irgendwas. Noah. Oh, Entschuldige. Ich gebe euch einmal das da, könnt schon mal überlegen. Nein, das ist natürlich das war jetzt blöd. Schlecht. Ne? Nein, das ist mir wurscht. Es ist mir auch wurscht. Aber ich glaube, es ist nicht sehr teuer. Teuer nicht, aber... Aber ich könnte mir vorstellen, dass... Dass man es braucht so. Ja, dann, man braucht sicher. Und dass das jemand hier schon verwendet hat? Ich bin überzeugt, davon hat es jemand schon verwendet hier. Echt? Ja. Was, da? Da, wo? Ja. Da hinten? Okay. Ich nehme den Gehen Publikum Sie mal ganz kurz Joker. Raus, ja. Da bin ich gespannt. Ja, aber das ist wie eine Markierung für irgendwas. Markiert irgendwas. Ja, wenn du dich im Labyrinth verirrst. Und dem Minotaurus nicht begegnen möchtest. Oder... Ja. Kannst du es dann einmal weitergeben? Ja, ja. Nein, er hat ja noch gar nichts gesagt. Nichts Essentielles. Mir fällt schon noch was ein. Der zweite. Also es ist so glatt. Ne? Ja, vielleicht trotz. Ich habe mir jetzt gedacht, das ist vielleicht, wenn man wirklich ökologisch ganz stark engagiert ist. Also so Alarmstufe Veganer aufwärts. Frutaner, ne? Das ist, ich habe mir gedacht, das ist vielleicht waschbares Toilettpapier, also Ersatz. Also, dass du keine Ressourcen vergeudest, das tut damit
Abwasser natürlich und Waschnuss statt chemischen Tensiden. Aber für ganz ein kleines Pop schon. Und deswegen, deswegen ist da auch der Griff, da zahlst du einmal durch und dann kommt. Jetzt will ich es gar nicht mehr angreifen. Ja, ich muss jetzt. Die ist frisch gewaschen. Okay, gut. Also ich glaube, ich weiß ja, was das ist. Du glaubst, ja, du weißt. Ich glaube, das ist ein sogenanntes Jungfrauenband. Und zwar ist es das so, dass ein alter Brauch. Kommt jetzt irgendeine Geschichte mit Jus Primae Noctis und sowas? Nein, aber es ist so, dass die jungen Mädchen, die noch Jungfrauen sind, sich das um die Hand hängen hier so. Um die Hand? Ums Handgelenk. Ja. Und im Frühling, im Mai, dann einfach so durch die Gegend. Hasch mich. Und dieses Band weht da so nach hinten. Und so wissen die Männer, wer jetzt sehr unauffällig haben. Ist. Ja, das. Aber das ist so alter Brauch. Ist, ja. Du bist ich hätte mir das als junger Mensch oft gewünscht. Ja, ja. Und man muss laufen, damit im Wind das dann so flattert. Und das ist alles. Ist ein schöner Brauch am Land. Mhm. Du bist echt nur eine andere Generation. Uli, willst du es dir mal um die Hand wickeln, ja, bitte. Eine Runde im Mach Studio? Mal eine Runde laufen. Das ist schon Vergangenheit. Wenn es bei dir gelingt, den Einhorn vielleicht. Er hat ja Jungfrau gesagt. Ach so, du bist nicht mehr Jungfrau? Nein, mit Stier im Sternzeichen. Echt? Ja, echt. Ja, ich weiß nicht, also meine höhere Stimme sagt mir immer Bergsteiger, aber ich weiß nicht, was es sein soll. Irgendeine. Es ja, hat schon mit fröhlichen Sport Abgang zu macht, wenn es stürzt. Dass man es am Video schöner sieht, ja, als er aufnimmt. Weil das flattert im Wind. Aber es hat schon schön mit Sport zu tun. Es flattert sehr schön im Wind. Es hat mit. Segelsport. Segelsport, ja. Man kann eine Windrichtung sehen dadurch, nicht? In dem Moment. Man kann sich orientieren, woher der Wind geht. Ich glaube, es ist einfach ein Dekoband für Drachen, zum Drachensteigler. Das hängt man einfach. Nein, es hat mit Sport zu tun, glaube ich. Gut, nicht? Nein, ich habe es nicht gesagt. Mehr gibt's man nicht. Könnte sie bei Mödling auf ein Wahnsinn-Urlauberkreuz hängen. Und hat es mit Sport zu tun? Es ist beim Skispringen, dass man sieht, wie stark der Wind geht beim Skispringen. Da gibt es Windsäcke dafür. Scheinlich zu ordinär. Entschuldige. Wenn er mal näher gewesen wäre, hätte er gesagt, Windbeutel. Nein, Windsäcke. Vor allem Windsack. Vor allem möchte ich schon dazu sagen, heutzutage spricht man da in der Joghurtwerbung vom Blähbauch. Ja. Na, du bist mir vielleicht ein Windbeutel. Ich frage näher, Sie wissen ja, was es ist. Hat es mit Sport zu tun? Was? Ja. Er sagt ja. Es hat mit Sport zu tun. Aber recht hat, weiß ich nicht. Ja, es muss schon irgendwas mit Wind zu tun haben, dass der Wind getestet wird, von wo der Wind, von wo es bleibt. Entschuldige, da gibt es den alten Schmäh, dass du einfach den Finger anschlägst, da hinhältst und der was flattert kalt. Aber nicht. Ja! So ja, aber. Genau. So blöd. Ja, Entschuldige, aber dort, was kalt ist. Du schon. Jetzt gebe ich da echt. Damit sie es auch sehen, gell, Freund? Ja. Danke, Freund. Das schaut super aus. Jetzt gebe ich dir gerne Augustin in die Hand und ich meine. Das ist ein Freund. Moment, für den Augustin verkauft. Thomas Maurer meldet sich zu Wort. Es ist Sport, aber es ist Fußball. Und zwar ist es in Gegenden, wo es extrem windig ist. Also so auf schottischen und irischen Inseln, wo du eben aufpassen musst beim Passen, weil wenn der Wind gerade daherkommt, dann landet er am britischen Festland. Ne? Ja. Und das ist die Kapitänschleifen. Ne? Die flattert immer so dadurch, weißt du, vor dem Passen, du musst ihm eigentlich ganz woanders hinschießen, damit er. Der muss aber immer stehen, der Kapitän. Also sagen wir mit der Polster. Mit der Polster. Der Dani Polster ist immer mittelstimmig. Der Dani Polster wird erfreut haben, Lukas. Hoppsa. Gut, wir sind beim Sport. Ja, okay. Wir haben vom Herrn aus dem Publikum gehört, das hat mit Sport zu tun. Geben Sie uns, wir müssen ganz laut, weil Sie haben kein Mikro, ein Stichwort. Welche Sportart? Tiefschnee. Ui. Oh. Das ist für die Lawine. Na, Tiefschneeschach. Und das ist der Turm, oder was? Ja, da markierst du immer den letzten Zug. Die gehen sich dazwischen auf, werden wir in die Hitten und dass dann wieder weißt, wer zuletzt gezogen hat. Wenn man im Tiefschnee fährt, hat man das oben am Mützenspitzel, weil sehr tief ist der Schnee. Und wenn es in die Lawine kommt, finden sie die nicht, aber das Kapperl. Es ist vollkommen richtig, Tiefschnee. Und zwar für die, da ist ein Hauptmann, für die Tiefschneefahrer.
Ja, das kommt. Tiefschneepfarrer. Habe ich Pfarrer gesagt? Tiefschneepfarrer verstanden. Nein, Tiefschneefahrer. Ja, das heißt, Fahrrad? Das Tiefschneefahrer? Ja, aber. Habe ich auch die Galotten so schwierig? Oder was? Das kommt auf den Ski, um die Bindung. Ja? Das kann man dann, wenn man es nicht kaputt macht, kann man das auch fixieren. Ja. Gut, dann wird das, jetzt habt ihr mir es nicht erklärt, wie es geht. Aber sagen Sie mir, wenn es falsch ist. In die Hose rein. In die Hose rein, danke. Was bringt es dann? Na, pass auf, du fährst im Tiefschnee. Das heißt, du ich siehst. Ich war nicht im Tiefschnee. Du nicht, aber der Herr da hinten. Ja, in der Elma. Ja, er war im Tiefschnee. Und wenn du dann stürzt und den Ski verlierst, dann bleibt das am Ski, das geht aus der Hose raus, da, und du findest den Ski leichter. Mhm. Ah, du erfrierst zwar, der Ski ist 3 Kilometer von dir. Andi, es kann ja auch sein, dass das auch vom Schnee zugeschüttet ist. Ja. Wie findest du denn dann den Schnee? Entschuldige, das ist ja so leicht, das bleibt ja an der Oberfläche. Nein, das glaube ich nicht. Nein, das glaube ich auch nicht. Wie wir jung waren, hat man einen Fahnenriemen gehabt. Ja, aber das war gefährlich. Bist du den Ski um den Du hast zwar den Ski gehabt, aber er hat dich da schlagen. Ja. Funktioniert das oder funktioniert? Haben Sie schon mal einen Ski verloren im Tiefschnee? Mehrere Male. Der Herr sagt, es funktioniert. Das ist ja auch sein Ding der Woche. Das hat er erfunden. Ich glaube nicht, dass der Sigrid Huber heißt. Aber okay. Hallo, liebes Rateteam. Ich bin Christina aus Wien und habe heute folgende Frage für euch. Was ist ein Bettelflug? Ein Bettelflug. Bitte, ich habe nichts, habe keine Hubschrauber-Landeplatz. Bitte. So, Bettelflug. Bitte. Ich habe nichts. Ja. Ein Regenponcho. Deine Goodies liegen im ganzen Studio schon verstreut. Ein Bettelflug. Ich glaube, dass es aus dem Tierwesen kommt. Es gibt auch so Tiere, die in symbiotischen Beziehungen leben. Aber wer lebt in symbiotischen Beziehungen? Es gibt Tiere. Wo was? Zum Beispiel, es gibt Fische, das Wort dürfen wir nicht sagen, aber wo der... Das Wort Fische du bist nicht. So nein, ein Dorf, Vögel dürfen wir nicht sagen. Ja, aber die fliegen ja. Ja, also ich dachte, irgendein Federvieh, dass das andere mitnimmt. Ein Bettelflug. Ein Parasitenflug sozusagen. Ja. Ein Nils Holgersson. Ja. War ein Bettelflieger. Nein, aber wie die Edith ging ja noch... arme Tiere aus Zypern oder sonst irgendwo nach Österreich gebracht habe, damit die dort nicht irgendwie entsorgt werden, ist sie dann die Auer, die jetzt damals nur gegeben als österreichische Gesellschaft, und ist hingegangen und sagt, bitte, kastriert und entwurmt und geht, bitte, gutes Platz, bitte. Richtig, ich kann mich erinnern. Ich hätte mal eine Katze am Schluss gehabt, das kennen Sie, das berühmte, ne? Nein, ja. Gut, danke, ich sag's nicht. Du kannst dir gerne erzählen. Nein, es ist ja ganz kurz, sie hat eine Katze am Schoß gehabt und gesagt, bitte, Gernot kann das viel besser machen, bitte, wer möchte meine kleine Muschi haben? Hat sie gesagt. Was gibt's auf Band? Gibt es? Ich wusste, was kommt. Das war... Ja. Das habe ich nicht erfunden. Ja, das gibt's. Was die Leute nicht wissen, die war auch entwurmt und geimpft. Jetzt bin ich rot. Bitte, wir müssen auch noch Material produzieren, das man senden kann. Bettelflug. Genau. Bettelflug. Bettelflug. Was ist... Wenn wir so lustig unterwegs waren. Kennst du nicht Wetten, dass das alte... Wetten, das kennen wir. Ja, eben. Und wenn was irgendwie dann schiefläuft, macht es doch... Gut, dass du es erklärt hast. Weil ohne den Hinweis wäre es nicht drauf gekommen, was du meinst. Aber was sagt Det dazu? Das ist aber schon uralt. Ja, das ist schon da. Der Bettelflug. Überlegt mal in allen Varianten, was könnte ein Bettelflug alles sein. Ja, was fliegt denn alles? Nicht? Fliege, Biene, Pflanzen und bettelt um den Honig und den Nektar. Ja. Ich bin von der Schule geflogen. So, bitte nimm mich auf. Oh, ja.
Gut, als kleiner Trost dafür, dass du von der Schule geflogen bist. Ja, die nächste Schule habe ich dann betteln müssen, dass sie mich nehmen. Ja. Ich war noch gar nicht fertig. Ja, unterbrecht's mich immer. Ja. Ich bin's schon. Was hast du vorher gesagt mit Bienen, die Nein, fliegen. Fische wolltest du. Nein, nein also das, die, das Gefieder. Ich wollte das mit Vögel. Den, mit den Tieren, die fliegen, wollte ich sagen. Ja, na, was könnte der Bettelflug bei den Vögeln sein? Na, ach so, dass die irgendwo zum Haus hinfliegen und beim Küchenfenster sitzen und zur Köchin sagen, Chip, Chip, kann ich auch ein Krümelchen? Guten Tag, Herr Fischer, ich möchte gerne Ihre Tochter zum Fischen abholen. Die Pointe wäre, aber ich heiße doch Vogel, aber ich wollte gleich mit der Tür ins Haus. Ja, aber wieder. Du, wie der Lehrer in der Schule sagt, ich bin zu spät, weil ich am Nachmittag ein kleines Nickerchen gemacht habe, sagt der Franzi, ja, ich hab's doch Nensterchen gesehen. Ich war's auch nur am Bienen. Mein Gott, ist das schlecht? Ja, das ist ein Wahnsinn. Bitte. Irgendwas rennt hier falsch. Irgendwas rennt hier falsch. Wirklich, was ist das heute? Nein! Was sagt Tino dazu? Nein, der Minus. Für Günther braucht man Leiberl, da steht drauf, ich bin zwei Sido. Double Sido, double. Oh. Jo. Das ist alles für die DVD. Ja. Die Sendung dauert gerade 4 Minuten, alles andere ist für die DVD. Ja. Zurück zum Bettelflug. Bettelflug. Der Bettelflug. Der Bettelflug ist vielleicht, wenn man... Nein, ich habe jetzt eine seriöse Antwort. Okay. Zweite Klasse bucht hat. Entschuldigung. Zweite Klasse gibt es noch bei der ÖBB. ÖBB, ja. Ja, du kriegst einen Flieger dafür. Ich fahr immer mit der ÖBB. Und da, naja, wenn du keinen Platz mehr hast in der zweiten Klasse und du kommst dann in die erste Klasse, in die Business Class, und dann sagt man, es ist ein Bettelflug. Ich weiß nicht warum, aber man sagt so. Wieso kommt man, wenn in der zweiten kein Platz mehr ist, kommt man automatisch in die erste? Ja, soll man aufs Heißel gehen, oder ja, was? Ja, tu das. Der muss ja die erste nicht. Ich hab schon erlebt, weißt du, was dann passiert? Die lassen dich da. Nein. Überbucht. Nein, ja. Das ist, nein, aber da beschwere ich mich. Ich habe mich auch beschwert, das hat nichts genutzt. Oder du bettelst. Jetzt tut es doch nicht so, als würdet ihr alle zweite Klasse fahren. Ja. Ich hab gebucht gehabt, Economy Class. Flug, ja. Und dann habe ich gesagt, es ist überbucht, sie müssen da bleiben. Ach und so. Ich habe gesagt, sie wissen wohl nicht, wer ich bin, und das ist richtig. Mir auch passiert, ich kenne das. Super. Da muss man... Genauso bei mir genauso. Ich habe auch, das ist das erste Mal, dass Sie wissen nicht, wer ich bin, also doch, Herr Kratzki. Aber das war hast gewonnen. Du, aber wenn du das gesagt hast, vorher von den Tieren, die fliegen, also das Gefiederte, wenn die zu einem anderen Nest hinfliegen und von wem anderen was wegessen? Nein, ist es nicht, aber du bist bei Vögel, also mit in der Vogelkunde gut aufgehoben. Ah, ist es ein Balzverhalten vielleicht? Nein, ist das nicht, aber jetzt habe ich euch lange genug auf die Folter gespannt. Lassen wir der Christina Höferl noch einen Auftritt und sie wird uns verraten, was der Bettelflug ist. Der Begriff Bettelflug stammt aus der Ornithologie, der Vogelkunde, und ist eine Art Erziehungsmaßnahme. Wenn Falken wollen, dass ihre Jungen endlich das Nest verlassen, füttern sie diese einfach nicht mehr und diese müssen ihren Eltern dann bettelnd hinterherfliegen. Nein, no, ist das echt.